Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yoshi's Survival. Viel Spaß beim Zuschauen! So, dann lass uns jetzt machen wir Grundsteinlegung hier. Jetzt geht's ab. Setzen wir uns hier erstmal so einen Stein hier in die Ecke. So. Und dann machen wir noch was weg. Unglaublich! Das ist ja mal eine Fackel dahinter. So. Und das mache ich mal. Ich verteile mal hier so ein paar Fackeln auf dem Gelände. Erstens mal spawnen nicht mehr ganz so viele Viecher. Und zum Zweiten sieht man auch ein bisschen mehr hier in dem Video. So. Jetzt ist auch erwacht. Sodala. Komm, hier setzen wir auch noch einen hin. Da hinten setzen wir auch noch einen hin. Der Creeper kommt auch schon angetigert hier. So, jetzt habe ich zwar den Spawn nicht ganz unterbunden hier, aber zumindest habe ich ein bisschen minimiert. So. Ich würde nämlich sagen, ich setze nämlich erstmal unten so einen Rahmen aus diesem Stein hin. Glaube ich ganz gut. Dann können wir das Ganze auch schon mal abzählen. 1, 2, 3, 4. So, ich pass auf, ich mache das ja so, dass ich hier erstmal immer 4 hinsetze. Natürlich genau da die Fackeln hingebaut, wo ich auch die Steine hinsetze. So, das heißt, hier wäre jetzt die Mitte von der Halle theoretisch. Wenn ich die Mitte nach da mache, müsste ich noch 2 dran bauen. Passt das? Ach, wie das passt. So. Den nehmen wir mal weg. Ach ja. Warum? Warum? Deine Baustellen stören, Fried, du. Ja, eine Reichweite, die Viecher, ne? Sobald man die auch irgendwie sieht, von der Entfernung her, kommen die auch schon angekrochen hier. So, das heißt, hier wäre jetzt die Mitte. Die goldene. Das heißt, hier würde auch dann der Giebel hinkommen. Der Giebel selbst, den würde ich tatsächlich aus einmachen. Das heißt, ich setze hier die Stützen hin. Da setze ich die Stütze. Und da. Und natürlich eine Ecke. So. Ah. Der hat rumgeschossen hier, ne? Schon wieder so überladen, dass ich hier keinen Loot mehr mitkriege. So.
Also, wenn das die Grundfläche von der Halle ist, dann gehen wir hier mal so ein bisschen lang rüber. Da müsste ich natürlich auch noch so, ich sag mal, so kleine Zwischenteile setzen, dass das vernünftig ist. Aber wie weit mache ich die auseinander? 5? 6? Immer 5 dazwischen, ne? Oh. Oder lieber 6. Ein bisschen größer. Umso mehr Glas haben wir dazwischen. Also machen wir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spitze. Und nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und eine Stütze. Einer geht noch. Ohne Abstützung. So, haben wir das. Müsste jetzt eigentlich genau mit dem Streben drüben übereinstimmen, wenn ich das hier so umbaue. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und eine Stütze hier. 1, 2, 3, 4 und nochmal. 1, 2, 3, 4 und die Ecke. So. Und die Ecke, das heißt dran. Genau bis hier. Die Eigenart bis 6 zu zählen, dann da einen oben drauf zu setzen, aber das ist ja verkehrt. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Und auf den 7. 6 müssen dazwischen Platz sein. 2, 3, 4, 5, 6. Und einen drauf. Und einen dahinter. Und nochmal das Ganze, was so schön war. Und dann müssten das auch 6 sein. Ach, das passt ja wieder. Der fett groß, ey. Ich bezweifle, dass mein Glas dafür reicht. Ist ja monstermäßig. Na, gucken wir mal. Wie hoch machen wir es denn? An den Seiten 5 hoch oder 4 hoch? Ich meine, die Dachschräge kommt ja auch noch drauf. Das heißt, das wird ja nach hier. Ich will das immer so 2 ansteigen lassen. Das heißt, 2 in der Breite, 1 in der Höhe, dann wieder 2 in der Breite, 1 in der Höhe. So würde ich das Dach gerne anlegen, dass das Dach nicht so ein extremes Spitzdach wird, sondern so ein bisschen flacher halt. Wie man das jetzt beispielsweise von irgendwelchen Gartencentern oder so kennt. In Würde. So also in der Richtung. Muss ich dann noch mal schauen, dass ich das irgendwie auch schön hinkriege mit dieser Dachschräge hier, also mit diesen Steinen.
Und da kann ich ja keine Stufen und auch keine Treppen von machen. Müsste aber trotzdem hin. Naja. Mache noch einen oben drauf. Und dann setze ich hier die. Wenn ich das mal jetzt runterspringen, da muss ich mir auch mal was zu überlegen. Schredder ich mir ja meine ganze Rüstung mit. Mega! Ungefähr so. Also 4 in der Breite, 1 in der Höhe. Dann müsste das eigentlich gehen. Gut ist, dass ich jetzt von unten noch dran komme. Okay. Ich habe von dem hier rückgenommen. Aber zum Glück geht ja beim Polieren da nichts drauf. Das ja noch. So, und wie mache ich das jetzt am dümmsten? So, da setze ich dann am besten. Erstmal muss ich da hoch. Erstmal muss ich da irgendwie. Ich so gar nicht dran. Das ist aber übel. Nee. Moment. Da muss ich von einem Stückchen weiter, so von hier ungefähr. Annehmen. So, dann setze ich nämlich hier dann direkt einen dran. Das passt nämlich jetzt nicht. Siehst du, genau, da habe ich nämlich jetzt einen Gedankenfehler, denke ich mal. So. Zwei. Wieder zwei. Wie ich die Verbindung mache, muss ich nachher mal schauen. Ja, extrem Flachdach, extremes Flachdach habe ich jetzt natürlich nicht. Ich kann überlegen, ob es nicht vielleicht besser wäre, es noch ein bisschen flacher zu machen, so drei breit. Sondern das wird ja dann, obwohl so hoch ist das gar nicht, bis zur Mitte. Hier ist ja schon die Mitte. Da wäre ja dann der, wo es darüber geht. Ach, das passt.
So extrem ist das gar nicht. Na komm. Es ist ja jetzt erstmal nur ein kleines Gedankenspiel. Um mal zu sehen, wie das dann ausschaut. Ich würde sogar sagen, das könnte ich eigentlich auch so in der Form lassen. Ne? Da muss ich jetzt nicht zwangsläufig noch irgendwas zwischen. Okay, wenn ich hier dann immer noch jeweils einen reinsetze. Mal überlegen, ob das dann eventuell zu massiv aussieht, aber ich glaube, dass das nötig ist. Sonst hat das so den Anschein, dass das nicht richtig irgendwie zusammen ist, finde ich. So, an der Stelle haben wir ja schon die Verbindung. Mal so ein kleines Gedankenspiel hier. Schauen. Dann so. Und kommt. Oh. Warum will ich denn immer diesen Stein da drunter bauen? So. Vorne. Kreativmodus wäre das natürlich einfacher, aber bin ich ja nicht. Ich nicht, will ich nicht machen. So, an der Stelle. Yeah, das sind vier, ne? Muss ich das abzählen? Moment. Muss aber weg. Eins, zwei, drei. Ah, siehste, den habe ich gar nicht gesehen. Also, eins mit dem da drunter. Ja, super. Jetzt natürlich wieder mordsmäßig intelligent hier. Moment. Komme ich da nicht dran? So, jetzt aber. Und die zwei. Und theoretisch ja da oben drauf auch nochmal zwei. Mal gucken, dass ich hier noch Mitte rauskomme. Heißt, von dieser Stütze sind da unten vier und der fünfte ist die Mitte. Das heißt, 1, 2. Hä?
1, 2, 3, 4, 5. So. Und da haben wir die Mitte. Das heißt, hier kommt dann diese Strebe nach drüben ran. Und auf der Seite geht es dann schon wieder runter. Das Ding, das geht jetzt quasi so geradeaus, mehr oder weniger freischwebend darüber. Meine Fresse, ey. Boah. Und das Konstrukt muss ich ja in der Form dann auch noch nachbauen, nämlich um hier rüber zu kommen. Ist das eine Hexe? Alter. So, damit die mich näher nicht killt, werde ich die jetzt. Ah, schon erwischt. Die Hexen haben immer so die Eigenart, mich mit diesem ekelhaften Gift hier so dermaßen zu plätten. Ich aufpasse, habe ich dann kaum noch Leben. Wobei das Gift aufhört zu ticken. So. Wie sieht das Ding jetzt überhaupt aus? Kann man schon mal mit leben, würde ich sagen. Könnte natürlich. Wo? Oh, ach, da hinten. Diese Nachtbaustellen sind ganz schön beliebt. So. So, wenn ich da oben jetzt noch einfach einen draufsetze, dann müsste das besser aussehen. Obwohl der Glas noch dazwischen kommt, das heißt, da rechts und links kommt er dann Glas dran. Das ist eigentlich ganz okay. Boah, Jungs, ey. Lass das bleiben. Ja, dann machen wir es doch so fertig, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.